herzlich willkommen zusammen zur offiziellen Vorstellung einer weiteren neuen Frucht für den LS25. Und zwar den Buschbohnen oder auch Grünbohnen genannt. Weiter gibt es in diesem Video eine sehr, sehr spannende Spekulation, die ich auf diesen Bildern hier entdeckt habe. Und gleichzeitig gibt es auch nochmal eine Kleinigkeit, Bewegtbilder zu den Büffeln. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze an. Neue Maschinen gibt es natürlich auch. Los geht's. Was haben wir hier? Wir haben hier Buschbohnen. Grüne Bohnen, die ab sofort angekündigt sind für den LS25 und zwar offiziell. Ihr seht hier einmal in der ersten Wachstumsphase. Einen Monat zuvor wurden sie gesät. Und dann wachsen die insgesamt über 4 Monate weiter. Das ist jetzt quasi der 2. Monat. Wir können auch mal ein bisschen hinzoomen. Also ich muss schon sagen, so, das sieht nicht schlecht aus, was die hier gemacht haben. Ich habe jetzt, das Gute ist ein Bild, aber bisher konnte ich jetzt nichts erkennen, dass die irgendwie so plastisch krass 2D aussehen. Also bis jetzt sieht alles gut aus soweit. Auch hier dann, wenn sie schön in der Blüte stehen, haben wir hier die schönen weißen Blüten. Richtig, richtig herrlich. Und dann zum Schluss die letzte Wachstumsphase. Damit sind sie an der Reif, ja. Hier hängen jetzt überall so grüne Bohnen dran. Die sind so ja, zwischen 12 und 18 cm circa lang. Und die können wir ernten. Und für die Ernte gibt es natürlich von Oxbow eine ganz, ganz spezielle Erntemaschine. Und das ist der BP2140E. Das ist entsprechend ein Vollernter für diese Buschbohnen hier. Wir sehen es hier auch nochmal. Von der Seite, wie wir hier reinschauen können, gerade eben haben wir nur hier oben ein paar hängen sehen. Aber ihr seht, ja, die hängen hier auf mehreren Ebenen tatsächlich bis runter an den Boden. Die werden hier eingezogen. Hier unten einmal direkt abgeschnitten. Wir sehen, danach stehen dann bloß noch die Büschel hier rum. Und dann werden die in der Maschine drin die Bohnen von dem ganzen Grün getrennt und kommen hier oben in einen großen Bunker rein. Und das ist jetzt nicht exakt die Maschine, das war schon eine ältere Maschine, weil es ja schon viele Jahre her. Aber bei genau dieser Ernte habe ich vor 25 Jahren oder so mehrere Jahre lang immer wieder mal zuschauen dürfen. Also ich freue mich mega auf diese Bohnen hier. Wir haben auch noch mehr Bilder. Hier sehen wir das Ganze noch mal ein bisschen besser. Da sehen wir die Bohnen noch viel, viel schöner. Hier oben der Fahrer. Ja, können wir uns auch mal ein bisschen näher anschauen. Wir sehen auch hier leider, die es seither nicht gab. Also da wird offiziell auch noch zukünftig mehr angekündigt werden zu den ganzen Avataren. Aber heute geht es in erster Linie um die ganzen Bohnen hier. So, ja, geerntet, geerntet, geerntet wird das Ganze. Wir sehen dann hier oben auch, wie die da hinten reinfliegen. Und ja, wenn der Bunker dann schließlich voll ist, nachdem wir hier ganz viel auf dem Feld rumgefahren sind, dann wird das Ganze einmal übergeladen auf einen Anhänger. Und da habe ich natürlich auch noch ein Bild von ein bisschen näher für euch. Hier einmal der Überladevorgang. Wir werden die auch in der Produktion verarbeiten können. Allerdings, zu was genau? Diese Info ist noch nicht bekannt. Die Info kommt irgendwann die nächsten Wochen, wenn es dann tatsächlich auch um Produktionen geht. Da wird ziemlich viel angekündigt werden, bin ich mir ziemlich sicher. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren unten spekulieren. Also von Konserven können wir auf alle Fälle schon mal ausgehen hier bei den Bohnen. Aber da wird noch einiges kommen. Ja, und wenn ihr die abgeerntet habt, dann sieht der Boden einmal wie folgt aus. Lang, die werden hier quasi so in Reihen gesät. Und wenn ihr zu spät dran seid mit eurer Ernte und das Feld wie folgt vorfindet, dann ist es offiziell verdorrt. Ja, mit Sicherheit könnte man die Bohnen irgendwann auch noch dreschen, um quasi die Körner als Saatgut zu bekommen. Aber diese Funktion
gibt es hier bei den Bohnen auch nicht. Kann man nur im grünen Zustand ernten. So, hier habe ich nochmal alles in einer Übersicht für euch. Buschbohnen, Wachstumsstufe 1, 2, 3, 4 ist erntereif, geerntet, verdorrt. Wir werden das Ganze von April bis Juni säen können. Das wächst dann 4 Monate. Wir brauchen 280 Liter Saatgut pro Hektar und wir bekommen dann von einem Hektar 13.950 Liter runter. Auf Schwierigkeit Grad einfach sind es 2.160 Euro pro 1.000 Liter. Auf normal wäre es die Hälfte und auf schwer wäre es entsprechend von dem hier ein Viertel. Und wir können ernten zwischen August bis November. So, und jetzt hatte ich ja eingangs zu euch gesagt, hier, ich habe da was entdeckt. Und ja, das ist schon etwas eine sehr, sehr wilde Spekulation. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr denn dazu sagt. Und zwar sehen wir hier im Vordergrund ganz groß die Buschbohnen. Wenn wir jetzt hier ein bisschen in den Hintergrund schauen, ja, da sehen wir hier einen Zaun, da ist ein Sonnenblumen, soweit so normal. Wenn hier rechts und links scrollen, irgendwo steht dann hier auch so ein Tor dran, wo wir hier durchlaufen können. Alles schöne Deko-Objekte. Aber wenn wir jetzt weiterschauen und weiterschauen, dann ist hier auf einmal so eine riesengroße Vogelscheuche im Sonnenblumenfeld. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht die hier? Warum ist hier eine Vogelscheuche? Was gibt es für Möglichkeiten? Ganz einfach, Dekoration. Dann stellt man eine Vogelscheuche auf. Wenn es als Deko-Objekt ist, dann vielleicht eher Richtung Herbst. Aber haben wir jetzt hier gerade Herbst? Also die Bäume sind voll grün. Im Herbst werden die Sonnenblumen auch nicht mehr in der Blüte. Von dem her, also mit Halloween oder so hat es auf jeden Fall nichts zu tun. Nächste Überlegung ist zur Vogelabwehr, damit die Vögel nicht kommen und hier Schaden an den Sonnenblumen anrichten. Wenn ich jetzt hier weiterschaue, dann steht hier noch eine Vogelscheuche. Also wir haben hier zwei. Wenn wir hier hinschauen, da ist noch eine, Nummer 3. Wir können hier drüben auch mal schauen. Also das hier und das hier wird wahrscheinlich irgendwas anderes sein. Aber hier haben wir noch eine Vogelscheuche. Und das hier hinten könnte auch wieder eine Vogelscheuche sein. Also 4 Stück haben wir auf alle Fälle. Vielleicht sind es auch 5. Warum sind hier Vogelscheuchen? Und meine Idee war, wäre es doch möglich, dass die einfach da sind zur Vogelabwehr. Dass man quasi Vogelscheuchen setzen muss, um Pickschaden durch Vögel zu verhindern. Und wer das halt nicht macht, der hat dann entsprechend Ernteschaden. Genauso habe ich ja vor einiger Zeit auch schon mal die Spekulation geäußert, wie wäre es denn mit Wildschweine? Dass sie zum Beispiel am Waldrand in einem gewissen Einzugsgebiet Schaden im Getreide oder im Mais anrichten können. Wir haben ja jetzt offiziell mit dem Twister und mit dem Hagel die Möglichkeit, dass Schaden an Pflanzen erzeugt wird. Und mit den Wildtieren hat sich Giants eh sehr, sehr bedeckt gehalten. Also sie haben bisher von Wildtieren nichts gezeigt. Die waren ja extra deaktiviert auf der Gamescom. Warum ist es so? Also mein Guess wäre wirklich Wildschaden, weil für Deko-Objekte hätte es jetzt auch gereicht, da eine hinzustellen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Und bevor wir uns die Wasserbüffel anschauen, im nächsten Blogbeitrag geht es um das Thema ein Trip nach Asien. Also, nächste Woche, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, könnt ihr euch darauf einstellen, wird es höchstwahrscheinlich wieder ein Video geben und da werden ganz viele Informationen kommen rund um die Asienkarte. Denn
das Wochenende dann, 28. 29. oder ich glaube, es geht schon am 26. 27. los. Da ist in Japan eine große Messe. Da ist Giants vor Ort und da haben sie angekündigt, da wird es ganz viel Informationen geben rund um die Asienkarte, Reisanbau und vieles mehr. Bleibt dran und freut euch drauf. Ja, und jetzt habe ich zum Abschluss noch Bewegtbilder von den Wasserbüffeln für euch in einem 25-Sekunden-Video. Einfach die Information zu den Wasserbüffeln. Ja, sie produzieren Milch, wissen wir schon. Sie fressen Gras von der Weide. Ihr seht auch hier, wie die schön über die Wiese laufen. Sie geben Milch, reich an Eiweiß, Mineralien und Fett. Und ja, daraus können wir entsprechend Mozzarella herstellen. Schaut mal, wie sich dieses Tier hier freut, wenn es hier über die Weide springt. Also die Animation haben sie wirklich gut hinbekommen, haben wir bei den Kühen auch schon gesehen. Ja, auch wieder. Sehr, sehr schöne Einblicke auf alle Fälle. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr ein LS25 vorbestellen wollt, unterstützt sehr, sehr gerne meine Arbeit. Link in der Videobeschreibung. Code Racing. Wir brauchen aktuell noch 52 Vorbestellungen vom LS25, um die Silberpartnerschaft zu erreichen. Würde mich mega, mega freuen, wenn ihr mich unterstützt. Also wenn ihr irgendwann die nächsten 6-7 Wochen vorhabt, den zu bestellen, fordert mich. Und kleiner Hinweis, bis 15. Oktober läuft auch noch ein Gewinnspiel. Dann könnt ihr gleichzeitig noch eine zweite Spielversion dazu gewinnen. Viel Spaß und macht's gut bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.